Wie schaut die Bilanz eigentlich für Rapid in der Gruam aus? Insgesamt gesehen gut, aber in den letzten 5 Jahren konnte man nur einmal gewinnen. Sturm hat aufgerüstet, auch mit neuen Spielern. Katnick und Schilcher haben da gut gearbeitet. Im Mittelpunkt aber dabei ein routinierter Mann, ein Oldie, der auch bei den Oldies aufgewartet hat, mit guten Leistungen. Schoko, Walter Schachl. Und das ist der neue Torhüter bei Sturm, Roland Goriub, der vom GRK gekommen ist. Und das Andrzej Kubica, jener Mann, der für Rapid die Tore schießen soll. Rund 9000 Zuseher sind zu diesem Schlagerspiel in die Gruam gekommen. Aber Rapid übernimmt gleich in den ersten Minuten das Kommando. Die Sturmmannschaft ebenso wie Rapid gegenüber der letzten Saison ja an vielen Positionen verändert. Beide Teams haben 10 Spiele gegenüber dem Frühjahr abgegeben, beginnt sehr nervös und so kommt Rapid zu den ersten Möglichkeiten. Mandreko, aber Goriub hält hier diesen Schuss sicher und das ist der neue Rapid-Trainer Hubert Baumgartner, den es nicht auf der Bank hält, aber einer neuen Regel entsprechend dürfen ja die Trainer nun bis zur Linie vor, allerdings am Sturmplatz sitzen sie auch an der Linie. Dann die erste Aktion für Sturm, hier Günther Neukirchner trippelt sich hier durch, Vorlage für Arnold Bettel und seinen Ball fängt Michael Konze sicher. Arnold Bettel, der ja lange mit Rapid verhandelt hat über einen Transfer, aber dann doch in Graz geblieben ist. In diesen ersten Minuten aber eindeutig torgefährlicher die Mannschaft von Rapid. Franz Weber spielt auch für Barisic, aber sein Schuss geht doch um einiges neben das Tor von Roland Goriub. Beide am Papier mit nur einem Stürmer, beide Teams. Und bei Sturm ist das Walter Schachner, 37 Jahre in seiner 20. Saison in der ersten Division. Setzt sich hier gut durch gegen die 3 Rapid-Verteidiger, aber wird dann mit einem Foul gestoppt. Freistoß von Arnold Wettel. Nachschuss von Hörmann und das ist der erste gute Schuss, der hier war am Tor von Michael Konsel noch vorbeistreift. Walter Hörmann im Früh noch in Ungnade gefallen nach schlechten Leistungen bei Sturm. Jetzt neuer Kapitän der insgesamt sehr jungen Mannschaft. Hieden, der linke Außenverteidiger, nimmt hier Maß, aber das wird kein echter Schuss, keine Gefahr für das Tor von Rapid. Rapid immer wieder mit weiten Passbällen auf Kubica, den großgewachsenen Bullen, hier ein guter Schuss sitzt von Weber, Goriub hält. Viele Fans von Rapid auch mitgekommen heute nach Graz. Und hier Walter Schachner, der von Michael Zisser hautnah gedeckt wird während des ganzen Spiels. Dennoch laufen fast alle Angriffe über Walter Schachner. Dem wieder ein Pass auf den 37-Jährigen. Aber hier wird sogar Stürmerfoul entschieden. Ja, es gibt keine Nachsicht für die älteren Spiele in der Bundesliga. Und hier Milan Djuricic, der von Leoben gekommene neue Trainer von Sturm, impulsiv an der Linie, möchte, dass die Spieler sein System, das Pressing, ebenso aggressiv umsetzen. Kühlbauer auf Kubica, aber zu ungenau. Man merkt einfach, dass der Pole noch nicht richtig in das Spiel von Rapid integriert ist. Und zur Pause steht es in Graz 0:0. Und auch nach dem Seitenwechsel, wie schon zu Beginn der ersten Hälfte, Rapid druckvoll. Hier ein Solo auf der linken Seite von Kubica und mit einem platzierten Schuss abgeschlossen, der aber in Goriub seinen Meister findet. Rapid führt die spielerisch feinere Klinge, ist überlegen. Marasek, Entwurf hier für die Grazer. Hörmann, Pass zur Mitte, Schachner verlängert. Und da kommt Arnold Wettel und das ist das 1:0. In der 48. Minute bringt er Sturm in Führung. Arnold Wettel, der ja lange mit Rapid verhandelt hat, macht das hier nach dieser Vorlage von Schachner. Wunderschön mit dem linken Fuß. Das ist die Führung. Bejubelt natürlich von den tausenden Sturmfans in der Gruam. Machanol Schulz verliert hier den Ball. Ein Spieler, der einige gute Momente hat, aber dann wieder schlimme Fehler produziert. Hier wieder Kubica. Aufgespielt für Blitzenetz. Aber auch sein Schuss geht hier daneben. Das Spiel verlagert sich jetzt zunehmend in die Hälfte von Sturm. Flanke von Schöttl. Barisic wird hier gefoult. Roland Goriub richtet die Mauer ein und da wird Walter Hörmann, zeigt er dem Schiedsrichter an, von einem Stein, wie er sagt, aus dem Rapid-Sektor getroffen. Walter Hörmann leidet hier eine blutende Platzwunde am Kopf.
wird verarztet und Schiedsrichter Grabherr ersucht die Polizei, hier für Ordnung zu sorgen. Es wird auch dann der Ordnerschutz verstärkt. Aber Walter Hörmann kann weiterspielen nach kurzer Verarztung. Steht sogar in der Mauer bei diesem Freistoß von Barisic, der aber wieder knapp daneben geht. Rapid verstärkt jetzt doch deutlich den Druck. Man schlägt die Bälle sofort nach vorne. Mandreko. Vorlage für Marasek. Wieder abgedrängt. Ein Schuss von Franz Weber. Und gut gehalten jetzt von Roland Gori. Kübauer tritt den Eckball. Und wieder Kubica. Und da streift der Ball sogar noch die Latte. Viel Glück jetzt für Sturm in dieser Phase. Rollende Angriffe von Rapid jetzt. Hier ein Duell Hieden gegen Kübauer. Wird Kübauer ein bisschen gestoßen, aber sicherlich kein Foul, bei dem man Elfmeter geben kann. Rapid setzt sich aber jetzt praktisch in der Hälfte der Grazer fest. Hier jetzt Rekschei, der in Bild gekommen ist, auf Haas, der ebenfalls für Walter Schachner kam. Das ist vielleicht die einzige Chance für Sturm aus diesem Konter in den letzten 30 Minuten. Weiter großer Druck von Rapid. Aber zwingende Torszenen fehlen eigentlich. Hier wieder Kopfball von Kubica, aber ebenfalls neben das Tor. Schiedsrichter Grabherr lässt 5 Minuten nachspielen und in der letzten Minute jetzt noch diese Szene, aber Goriup hält hier, Sturm gewinnt gegen Rapid, glücklich mit 1:0. Durch die kämpferische Leistung, glaube ich, haben wir den Sieg verdient. Rapid, muss ich sagen, ist zwar auch ein sehr, sehr starker Gegner gewesen, vor allem in den letzten 30 Minuten. Wir haben mit etwas Glück das 1:0 verteidigt, hätten aus der Konterchance 2:0 machen können. Aber ich muss meiner jungen Mannschaft gratulieren und auch unseren Trainer, der uns in 5 Wochen schon recht weit gebracht hat. Und vom Spielverlauf her wäre eben ein Unentschieden gerechter gewesen. Aber wir begrüßen mit diesem 0:1 Leben, denn die Mannschaft hat wirklich gekämpft, hat alles gegeben. Wir haben Sturm hineingedrückt, aber es sollte nicht sein. Und Sturm verdient sich den Sieg deshalb, weil sie 150%igen Einsatz gezeigt haben, weil das hier ist, dieses hervorragende Publikum, wie ein 12. Mann hinter der Mannschaft gestanden ist.